ja, das glaubst du doch wohl selber nicht. Wer wird dir denn da draußen glauben, dass ich dir das angetan haben soll? Posthypnotischen Befehlen kommt zwar aus einer ganz anderen Ecke, aus dem Thema der Hypnose, aber man kann diesen Begriff auch benutzen für Dinge, die einem gesagt wurden, direkt während oder nach der Traumatisierung, wo die Psyche eben schwer verletzt war und dort nicht nur als einen Glaubenssatz wirken, sondern tatsächlich auch noch eine Stufe stärker wirken können wie ein Befehl. Das sind solche Befehle, solche Sätze, die man hört und die man, die eben aufgrund dieser Schocksituation so tief gehen, zu denen man oftmals später, Jahre später, vielleicht Jahrzehnte später, gar nicht mehr so parat hat. Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich dir mal so eine Babuschka mitgebracht. Vielleicht hattest du als Kind so eine. Diese große Babuschka, die symbolisiert jetzt hier in diesem Beispiel die Erwachsenenpersönlichkeit und die kleine symbolisiert das Kind. Das heißt, die Traumatisierung hat das Kind erlebt. Ein Kind reagiert auf Trauma erstmal nochmal ganz anders als ein Erwachsener. Die Frage ist aber die, warum reagieren wir als Erwachsene nicht so, wie wir uns das gerne von uns wünschen? Warum fällt es mir so schwer, mir zu glauben? Auf der einen Seite glaube ich mir, das kann ich mir auch rational zusammensetzen. Vielleicht lese ich irgendwie das ein oder andere Psychologiebuch und sage, ich verstehe das. Und gleichzeitig ist da so ein Teil in einem, der zweifelt, wo irgendwas ist, was man kaum greifen kann. Dieser Teil, der einem dann diese Schwierigkeiten macht, zudem hat man oft nicht so richtig Zug. So, der klappert hier in einem und macht eine Menge Radau durch Ängste, durch Panik. Und das, was man dann macht, man holt diesen inneren Teil raus, öffnet Seelentüren, baut Vertrauen zu sich selber auf. Da geht es dann immer darum, wie kriege ich eine Verbindung zu diesem inneren Anteil in mir. Das Ziel von so einem inneren Dialog ist, dass man eben schaut, was ist diesem Kind gesagt worden? Also was sind da für innere Programmierungen oder auch innere Befehle, die dieses innere Kind befolgt? Und wo steuert mich das Ganze noch?